Hi. Da liegt gerade ein toller Zettel. Und steht, dass das leckere Essen noch da ist. Genieße ich. Dann eine Hausarbeit Korrektur lesen muss. Also das heißt, wir haben es jetzt um 3. Hausarbeit kontrollieren. Und 6:30 ist Sunset. Es gibt übrigens buntes Gemüse mit Shrimps, also Bohnen, Paprika, Pilze, Lauchgemüse, noch drinne, bisschen Tomate und meine Shrimps. So, die Hausarbeit ist gelesen. Rucksack wird gerade gepackt. Was ich heute einstecken habe, ist einmal das Sigma 30 mm, dann das Sigma 16 mm. Und 18 zu 105, was gerade auf der Kamera drauf ist. Wisst ihr was? Das Ganze ist etwas komisch, weil normalerweise sieht mein Tag nie so aus wie heute. Sprich, ich komme nicht heim und pack mein Zeug und überlege mir, wohin ich abends shooten gehe. Also überlege mir nie, okay, oder ich muss 6:30 am Spot sein und dann zu sagen, okay, ich shoot dann ein Sunset. Ich überlege mir nicht danach, okay, ich gehe nach dem Shooten, fahre ich zum nächsten Spot, mache noch eine Langzeitbelichtung. Normalerweise würde ich nach der Schule direkt ins Fitti gehen oder wenn ich shoote, nachmittags direkt auch wieder am Start an. Nicht irgendwie sagen, okay, ich komme jetzt heim, sondern und mache irgendwas und gehe dann erst wieder raus und shoote dann wieder. Sondern es ist halt für mich momentan gerade wieder so eine Situation, wo ich sage, okay, ich mache halt was komplett anderes, weil ich nicht weiß, wie das ausgeht. In dem Moment wird jetzt wenig schlecht dabei ausgehen können, weil ich gehe fotografieren, danach gehe ich Sport machen. Ich meine, pretty much is not bad. Es ist halt sehr ungewohnt. Und halt auch wieder aus dieser Komfortzone rauszukommen, glaube ich, ist halt auch mal wieder so pretty good. Deswegen würde ich jetzt sagen, gehen wir jetzt zum Spot. So, Sonnenuntergang ist fotografiert. Bilder sollten eigentlich ganz cool werden. Wenn ich sie fertig habe, werde ich sie mal einblenden. So, ja, wie gesagt, Sonnenuntergang ist fotografiert, das ganze Ding ist durch. Die Langzeitbelichtung werde ich heute nicht machen, weil ich mit Jenny dann mich noch die vom Bahnhof abhole und dann mich mit ihr in der Stadt treffe. Wieso gucken mich alle so an, als hätte ich keine Freunde? Schwierig. Aber nichtsdestotrotz, ja, ich hole Jenny dann vom Bahnhof ab und wir treffen uns nochmal oder gehen dann halt in die Stadt und deswegen gehe ich morgen früh erst Beine trainieren und ja, dann halt nichts weiter machen. Ja, außer mit Jenny noch heute Abend essen gehen und ja, das war's.